Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Heute gibt es ein Haul und zwar besteht der vorwiegend aus Kleider. Also das wird bei mir eher die Ausnahme, weil ich nicht besonders häufig Kleider einkaufen gehe mit dem ewigen Anprobieren und so. Ja, finde ich ein bisschen nervig. Aber ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet und der sieht jetzt ziemlich mager aus. Weil vieles ist irgendwie kaputt gegangen oder zu klein geworden. Ja, und deswegen musste ich mich ziemlich gänzlich neu einkleiden. Ich glaube, zum letzten Mal ist das vor 10 Jahren mit meiner Mutter passiert in dem Stil. Und sonst sind immer nur so einzelne Teile hinzugekommen. Ja, ich wohne in der Schweiz und deswegen bin ich logischerweise auch in Schweizer Kaufhäusern gewesen vorwiegend. Aber ich mache jetzt das Video trotzdem auf Hochdeutsch, damit die Deutschen und Österreicher unter euch mich auch verstehen, die es interessiert. Ja, und es ist, wie gesagt, ziemlich viel. Das hier habe ich alles gestern und heute gekauft. Anfangen möchte ich gerade bei diesem hier. Das ist vom Intimissimi. Da gibt es vor allem Unterwäsche. Ja, ich habe aber auch Pyjamas da gekauft. So. Hier in, einmal in Blau, das ist recht kurz, deswegen habe ich hier noch so Leggings passend dazu. Das Oberteil war 50% reduziert auf 19,95, also Schweizer Franken. Und die Hosen reduziert auf 14,95 statt 30 ungefähr bei beiden. Hier dasselbe noch in Pink. So rum. Der Preis ist das gleiche. Hier hatten sie nicht mehr in Pink die Leggings, deswegen habe ich hier Schwarz dazu genommen. Ja, eben Leggings, wisst ihr, wie sie aussehen. Die sind hier einfach noch hinten so speziell mit diesem Netz. Ja. Gut, dann noch das letzte ist ein bisschen länger, da braucht es nichts unten rum dazu. So ein graues hier mit so einem Steinchen dran. Ja, und das war reduziert von 35,90 auf 17,95. Gut, das war schon die erste Tüte. Die zweite, eben das ist Unterwäsche und dieses Mal war ich schlau und habe so ein Netz gekauft. Das ist zum eben so feine Unterwäsche zu waschen, damit sie nicht kaputt geht und irgendwie verhakt. Ja, gleich mal aufmachen. Ah, das ist so die Form. Mal probieren. Also eben die Unterwäsche. Also wie gesagt, ich war dieses Mal schlauer, weil einige von früher, einige Teile sind mir eben kaputt gegangen durch das Waschen. Und ja, deswegen mussten jetzt hier auch ein paar neue Sachen her. Das erste gefällt mir hier vom Muster sehr gut und diese Schnalle da ist sehr süß. Bei der Hose auch. Da hinten. Ja, das war auch reduziert. Der BH von 39,90 auf 19,95 und die Hosen von 18,90 auf 9,45. Ja. Gut. Ja, der Preis ist hier das gleiche. Diesmal in Schwarz mit so einem Band hier.
die Hosen auch wieder passend. Der Preis ist hier von 21,90 auf 10,95. Ja, hier hinten. Dann noch eins so in braun-gold, auch mit so einem Steinchen hier vorne. Bei den Hosen auch. Oh, der Preis wird wahrscheinlich etwa gleich sein. Ne, der ist ein bisschen teurer, von 49,90 auf 24,95. Und die Hosen von 10,90 auf 9,45. Und jetzt noch der letzte, so grau-silber, auch mit so einem Steinchen und mit so einem Perlendings noch. Der war, wo ist hier der Preis? Kein Preis mehr dran. Also die Hosen waren 21,90 und reduziert auf 10,95. Verkehrt. So sehen die aus. Gut, das war der erste Laden. Der zweite Laden war H&M. Da wollte ich eigentlich nur eine Hose kaufen, die mir meine Schwester empfohlen hat. Und zwar ist die so grau und so ja, Jeggings ähnlich, also super slim leg. Sie ist nicht so elastisch wie jetzt die, wo ich hier anhab. Ein bisschen fester, aber auch so dünn. Der Preis war 29,90. Und dann bin ich noch an dieses Teil gelaufen. So eine Kette. Gefällt mir sehr gut, wie immer. Bling, bling. Ja, das war's schon vom H&M. Dann war ich noch im Manor. Da habe ich auch Schmuck gekauft. Und zwar habe ich da schon seit letzter Woche mit der Kette hier geliebäugelt. Und eigentlich wollte ich sie zuerst nicht kaufen, weil sie ist 49,90. Aber ich habe dann gedacht, ja, ich habe so viel an das Teil noch gedacht, dass ich gefunden habe, ich kaufe mir besser die als irgendwie 5 Ketten für 10 Franken, die mir alle nicht so gut gefallen. Also, ja. Und dann habe ich noch gekauft die hier für 29,90 und zwei Armbändchen, das hier für 14,90, das ist hier so fein geflochten, das hier war auch 14,90 mit so Herzen. Gut, dann habe ich auch Kleider gekauft, ein paar im Ausverkauf. Das erste ist so ein längeres Kleid. Hier oben so ein bisschen spezielle Ärmel, die gefallen mir sehr gut. Der Preis, wieder nicht dran. Das war 20 von ursprünglich 60 Franken, glaube ich. Dann habe ich noch diese Weste hier gekauft. Die ist auch sehr cool mit diesem schrägen Reißverschluss und ja, den Fransen hier. Das war
ursprünglich 59,90 und 70%, also noch 17,95. Und das hier noch mit kurzen Ärmeln. Das war zuerst 24,90 und dann noch 10 Franken. Ja, und zuerst dachte ich, das ist so ein dünnes, wo sich irgendwie dann alles vom BH abzeichnet oder so. Das mag ich gar nicht, aber das ist, ja, das ist gar nicht so. Also das ist einfach so ganz feiner Stoff und ja, ist weit genug, dass es nicht so alles abzeichnet. Und dann habe ich noch Strumpfhosen für 5 Franken, so pinke. Das ziehe ich gern mit so einem ganz schwarzen Kleid oder sowas an, dann sieht das richtig cool aus. Ja, das war's von Kleidern aus dem Manor. Dann habe ich noch eine Rundbürste gekauft. Die war 8,90, weil ich hatte bis jetzt noch keine und wollte mich auch mal damit versuchen. Dann habe ich mein Lieblingsdeo gekauft in Aktion. War es noch 6,60 statt 9,90. Das kaufe ich immer wieder nach. Genauso auch das hier. Auch von Fahr, das Vanilla Honey Duschmittel. Das war 10 Franken statt 15,60. So 3 große Flaschen. Ja gut, ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Dann war ich noch in Chicory. Da bin ich eigentlich hingegangen, weil ich ein paar Schuhe gesehen habe, die mir gut gefallen haben. Aber da habe ich jetzt auch noch Kleider gefunden, die mir auch gerade gepasst haben. Ziemlich viel sogar. Das eine ist hier so auch ein kurzes. Das ist hier oben so mit ein bisschen mehr Stoff. Gefällt mir auch ganz gut mit so Gold. Das war, glaube ich, auch reduziert. Von 29,95 auf 14,95. Dann hier so ein graues, langes. Mit so Ärmeln. Das war von 24,95 auf 12,95. Hier von denen habe ich mehrere gekauft, weil die waren von 9,95 jeweils auf noch 3,95 reduziert. Das erste ist in Blau, dunkelblau. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Das ist hier oben ganz normal mit langen Ärmeln und hier unten so ein bisschen enger. Das steht mir besser als irgendwie nur so, ja, wie soll ich sagen, ohne Gummiband oder so. Dann hängt alles nur so runter und man sieht ziemlich übergewichtig aus, je nachdem. Die zweite Farbe ist ein helleres Blau. Und die dritte noch ein Braun, ein helles. Dann habe ich einfach noch so ein Basic Pulli gekauft, ganz normal schwarz, weil mir das ja jetzt auch gefehlt hat, von 9,95 auf 4,95 reduziert. Dann Hosen. Schwarze, auch so ein bisschen elastisch. Die haben hier so ein cooles Muster, so glänzig. Die waren von 49,95 auf 16,95. Noch ein paar Hosen. Hosen hatte ich fast keine mehr, deswegen. Die sind auch so mit Gummizug, ohne Reißverschluss. Diese waren 24,95, mal was Unreduziertes.
Einmal in dunkel und einmal hier in heller. So. Dann noch ein paar Hosen, die waren auch so ähnlich, aber mit Reißverschluss. Die waren 29,95. Ja, das war's von Kleidern, glaube ich, eben der Laden, das war der Chicory. Und dann kommen wir denn noch zu den Schuhen. Die habe ich noch dazu bekommen. Ja, angefangen hat es mit denen hier. Die habe ich gesehen und wollte mir die unbedingt kaufen. Die waren auch Aktion. Nur 50%. In Chicory haben sie jetzt so ein Spezialangebot mit den Schuhen. Wenn man so und so viele Pärchen nimmt, dann kostet es nur, keine Ahnung, das zweite war irgendwie nur noch 5 Franken zusätzlich. Was ich dann noch eins gekauft habe. Das waren so Stiefel. Also die haben zusammen 17,50 gekostet. Beide Paare. Dann noch habe ich noch einen Gurt gekauft. Einer, der schmal genug ist für so dünnere Hosen mit kleineren Schlaufen. Und zum Schluss noch ein paar Schuhe. Die haben mir so gut gefallen, die musste ich dann auch noch mitnehmen. Also mehr Turnschuhe, aber doch hoch und mit so Glitzersteinchen vorne. Die waren 59,95. Ja, das war jetzt alles. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht habt ihr das eine oder andere Teil gesehen, was ihr euch auch holen möchtet. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder neu eingekleidet bin. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.